Hallo und willkommen bei einem weiteren Video der Reihe Python Stuff. In diesem Video möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das sehr wichtig in Python ist, und zwar List Comprehensions, Set Comprehensions oder auch Dictionary, Dict Comprehension. Im Deutschen sagt man Listennotation, beziehungsweise bei Mengen Setnotation oder auch Dictionary Notation. In Python gibt es mehrere Arten von Listen. Es gibt, wie in jedem, wie viele Programmiersprachen, gibt es in Python Listen, Dictionaries, Sets und so weiter und so fort. Aber dieses Thema Comprehensions, die gibt es für Listen, List Comprehension. Dann gibt es die Version Set, für Set ebenfalls eine Art Comprehension. Und für Dictionaries. Die Frage ist, was sind diese Comprehensions? Im Prinzip sind List Comprehensions, ich rede jetzt von List Comprehensions, ich meine damit aber auch Set und Dict. Nichts anderes als syntaktischer Zuckerguss, also Syntactic Sugar. Dass eine spezielle Art von Vorschleife in einen Einzeiler packt. Gehen wir davon aus, wir haben die Absicht, Folgendes zu tun. Ich möchte gerne eine Liste erzeugen von geraden Zahlen. Even Numbers. Und Even Numbers ist erstmal eine Liste und ich möchte dort gerade Zahlen, ausschließlich gerade Zahlen aufnehmen. Wie würden wir es machen ohne List Comprehension? Wir würden eine Schleife definieren, das über eine Liste von Zahlen iteriert. Wenn meine Aufgabe die ist, dass ich sage, sammle alle gerade Zahlen zwischen 1 und 100, beziehungsweise ja genau zwischen 1 und 100, muss man in Range so angeben. Das heißt, der erste Parameter ist die Zahl, von der ich anfange. Der zweite Parameter in der Range ist die Zahl exklusiv. Das ist kleiner. In der Mathematik würde man es wahrscheinlich so ausdrücken. Intervallausdruck, glaube ich, irgendwie so in der Art, ne? Das ist inklusive, das ist exklusive. Und ich will diese Zahl aufnehmen mit Append in die Liste. Allerdings bitte nur die geraden Zahlen. Die würde alle Zahlen aufnehmen. Printet die Liste einfach mal und dann sehen wir das auch. Und ihr seht hier, in Python kann man wunderbar sehr einfach eine Liste ausgeben. Ich brauche keine Schleife zu programmieren, kann einfach die Liste ausgeben. Hier sehen wir auch, die Liste ist das und alle Zahlen sind da drin. Ich will aber nur die gerade Zahlen, deswegen mache ich eine if drumherum und gucke, ob num ganzzahlig durch 2 teilbar ist ohne Rest. Und wir haben dann im Prinzip schon die Aufgabe gelöst. So, das ist aber nicht pythonisch. Wir wollen in Python die Comprehension, List Comprehension draus machen. Python schafft es, diese 3 Zeilen, beziehungsweise auch diese Initialisierung der leeren Liste, eigentlich 4 Zeilen in eine Zeile auszudrücken. Diese 4 Zeilen kann ich in einer einzigen Zeile ausdrücken. Und jetzt kommt die List Comprehension Version. Wir brauchen keine leere Liste zu initialisieren, können Even Numbers direkt, nennen wir es mal Even Numbers 2, direkt zuweisen, und zwar eine List Comprehension. Die List Comprehension wird eingeführt mit Ecke, Klammer auf und zu. Es sieht hier aus wie eine Liste, es ist eine Liste. Wir machen aber jetzt eine List Comprehension draus. Und die List Comprehension fasst diese 3 Zeilen zusammen. Das Ziel einer List Comprehension ist im Prinzip nichts anderes als diese immer wiederkehrende Funktionen, Code-Schnipsel, die man sieht, sowas sieht man sehr häufig, dass wir über eine Liste, über irgendwas iterieren und sie in eine Liste packen wollen. Vielleicht sogar quadriert. Ich könnte auch sagen, ich möchte alle geraden Zahlen aufnehmen und die mal 5 nehmen oder sowas. Oder quadrieren. Und diese Struktur, die wir immer wieder sehen, über Vorschleife und in die Liste aufnehmen. Oder Vorschleife, gegebenenfalls ein if und in die Liste aufnehmen. Das kann man mit Comprehensions wunderbar ausdrücken. Und als Anfänger, ganz ehrlich, verwirrt es ein bisschen, weil die Syntax ein bisschen komisch oder gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn ihr es einmal verstanden habt, ist es echt Gold wert. In Python sehr, sehr wichtig. Ich versuche jetzt es anhand dieses Beispiels zu erklären, wie die List Comprehension sich zusammensetzt. Das da, die Vorschleife, über die ich iteriere. Und diese List Comprehension hat ja, wir haben ja mit dieser List Comprehension die Absicht, die Zahlen in eine Liste zu packen. Ich habe gesagt, dass die List Comprehension diese leere Liste Initialisierung können wir uns sparen. Was macht die List Comprehension? Sie erzeugt sich dynamisch, also temporär, eine eigene Liste und sammelt jetzt
Was soll er sammeln? Num. Die Zahl, die er sammeln soll, in die Liste und mir links von der Vorschleife angeben. Jetzt haben wir also eine List Comprehension gebaut, der eine Schleife beschreibt. Wir iterieren sozusagen von 1 bis 100. Num repräsentiert in jedem Iterationsschritt die jeweilige Zahl 1, 2, 3, 4, 5. Und ich nehme die hier links wieder auf, die Zahl, die Num, die ich hier definiert habe, nehme ich hier links auf. Und da passiert die Magie, hier passiert unsere Append. Wir sammeln hier. Wie lange? Bis die Schleife durch ist. Und dann haben wir hier an der Stelle temporär eine Liste mit Nums. Und die steckt hier drin, durch die Zuweisung. Wenn ich das jetzt ausgebe, sehen wir eine zweite Liste mit allen Zahlen. Das ist die erste Version. Wichtig ist, dass ihr erstmal versteht, wie setzt sich so eine Comprehension, List Comprehension zusammen. Vorschleife und dann die Zahl, die ich sammle. Will ich die quadrierten Versionen, die quadrierte Zahlen sammeln, dann kann ich es auch so schreiben. Links sehen wir also von der Vorschleife einen Ausdruck. Hier ist unsere Veränderung, die wir vorher hier hatten. Können wir hier reinpacken. Hier will ich aber keine Veränderung. Hier will ich keine Veränderung. Das ist 1:1 zu betrachten. Wenn ich sage, hier habe ich meinen Namen, die erweitere ich um plus gleich 9 und füge, nimm sie dann auf, kann ich auch hier machen, plus 9. Also die Veränderung dieser Namen oder hier, die findet 1:1 hier statt. Die Frage ist jetzt, als Anfänger kommt man auf die Idee, dass man dieses if auch irgendwie hier reinpacken möchte. Das ist in Python nicht so, also in der List Comprehension nicht so. Wo die hinkommt, ist rechts von der Vorschleife. Das heißt, so eine List Comprehension oder so eine Comprehension im Allgemeinen besteht aus drei Teilen. Die Vorschleife über die Liste, die ich iteriere oder irgendwas, über das ich iterieren möchte. Links den Wert, den ich aufnehmen möchte in meine Liste. Optimalerweise unverändert, häufig aber meistens in veränderter Form. Könnte auch eine Funktion schreiben, Decrement, der nichts anderes macht, als die Num zu verändern, minus 1 zu reduzieren. Und ich könnte auch hier die Num vorher durch eine Funktion jagen. Hier muss ein Ausdruck stehen, die Funktion wird aufgerufen, Num wird um 1 reduziert, returned. Und hier ist dann der Return-Wert von Num, also 1 weniger. Und das wird durch die List-Comprehension erstmal gesammelt. Immer für jede einzelne Zahl. Das wollen wir aber in dem Fall nicht, deswegen lasse ich das mal weg. Die Frage ist, wie mache ich das dann mit der if? Ich möchte ja nur die Zahlen in meine List Comprehension sammeln lassen, wo diese Bedingung greift. Diese Bedingung, nur diese Bedingung, packe ich hier hinten rein. Ohne Doppelpunkt, ohne gar nichts. Wir haben also hier die Schleife, über die iteriere ich. Will die Namen unverändert aufnehmen, sage ich. Aber bitte nur alle Nums, wo dieses Gesetz gilt. Das heißt, die List Comprehension sammelt hier links nur die Zahlen, hier in dem Fall unverändert, wo hier hinten der Ausdruck ein True ergibt. Wenn ich keinen Ausdruck habe, heißt es jede Zahl. Wenn ich einen Namen durch diesen Ausdruck definiere, heißt es bitte alle geraden Zahlen. Ich kann es auch verknüpfen mit AND, Num, Modulo, 11, ungleich 0. Oder Modulo 10. Damit sage ich, ich will alle gerade Zahlen und aber nicht die, die durch 10 teilbar sind. Wenn ich es ausführe, müsste ich jetzt alle durch 10 teilbare Zahlen raus haben. Hier sind gerade Zahlen, die 10 fehlt, die 20 fehlt. Hier sehen wir, dass die 30 fehlt zwischendrin. Kann man natürlich auch ein bisschen verketten alles. Am Ende muss aber hier True oder False zurückkommen. Und nur diese Zahlen wird gesammelt. Im Prinzip ist es das schon, die ganze Magie. Wenn ihr versteht, wie ihr von dort dahin kommt und versteht, wie ihr von dort dahin kommt, habt ihr alles verstanden. Wir haben also diese Zeile. Ich will eine leere Liste. Wird hier geschehen. Ich habe eine Vorschleife über irgendwas iterieren. Passiert hier. Ich habe eine Bedingungsprüfung. Welche Zahl will ich unter welcher Bedingung sammeln? Habe ich hier. Und ich habe mein Append, passiert dadurch, dass ich einfach hier die Zahl hinten aufnehme.
Könnte auch einfach 1 reinschreiben. Was passiert? Dann habe ich natürlich nur lauter Einsen. Das heißt, ihr seht, das, was links steht, wird jetzt ins Comprehension-mäßig gesammelt. Nur dieser Teil ist der einzige Teil, der gesammelt wird. Jetzt habe ich so oft, wie ich iteriere, so oft habe ich eine 1 aufgenommen. Macht hier in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Aber es geht halt darum, dass ihr versteht, das da ist eigentlich unabhängig davon. Das sagt, ich iteriere. Der sagt, ich nehme die Zahl auf. Die Zahl repräsentiert eine Zahl, die nehme ich ja auf in meine Comprehension. Die nächste Zahl repräsentiert die 2, die nehme ich auf in meine Comprehension. Aber immer für jede Iteration mit der Regel, ich muss auch hier True kriegen. Das heißt, die erste Iteration überprüft, habe ich diese Regel? Nein, also nehme ich die Liste nicht, den Wert nicht mit in die Liste auf. Gleich haben wir hier auch, iteriere über die Vorschleife, über eine Range. Und wenn das nicht zutrifft, komme ich hier erst auch gar nicht rein. Also nehme ich nichts auf. Das ist im Prinzip das 1 zu 1 Äquivalente. Wenn ihr das verstanden habt und es verinnerlicht habt, ist das einfach irgendwann so viel in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihr automatisch List Comprehensions verwenden werdet. Das ist also relativ einfach. Ich kann beweisen, dass das wirklich eine andere Liste ist, noch auf die Art, dass ich sage, ich will jetzt ungerade Zahlen aufnehmen, mache ungleich nur hier, habe einfach die Regel umgedreht und dann sehen wir hier plötzlich auch die ungerade Zahlen hier. So. Das sind List Comprehensions, Listennotation. Jetzt gehen wir zu Set Comprehensions. Gib mal die Ausgabe nicht mehr. Set Comprehensions. In Python sind Sets nichts anderes als Mengen. Und da geht es halt darum, dass wir einfach eine Liste erzeugen von eindeutigen Werten. Wie bei der Mengenlehre auch, wenn du in eine Menge A die 1 aufnimmst, die 2 aufnimmst und wieder die 1 aufnimmst, dann ist die 1 in der Menge nur einmal vorhanden. Set ist nichts anderes. Und jetzt versuche ich mal ein Beispiel zu überlegen, wie wir ein schönes Set-Beispiel hinkriegen. Ach, ich hab's. Zum Beispiel haben wir Stimmen. Wir machen eine Umfrage und jeder geht her und gibt seine Stimme ab. Max. Dann hat irgendjemand nochmal Max auf. Ne, warte. Genau, Max hat seine Stimme abgegeben. Dann hat vielleicht die Lisa ihre Stimme abgegeben. Der aber die Lisa mit aufgenommen hat in die Liste, hat blöderweise Lisa M geschrieben. Also Lisa und ein paar Leerzeichen reingeschrieben. Da habe ich Leerzeichen Anna. Oder wir machen es noch anders. Wir machen es anders. Genau. Ich möchte gerne. Ich hab's. Ich möchte gerne. Genau. Ich habe hier User, die ihre Stimmen abgeben. Und die schreiben ihre Namen mit rein. Möglicherweise haben sie alle ihre Namen unterschiedlich geschrieben. Und ich möchte das gerne vereinheitlichen. Und manche haben ihre Stimmen zweimal abgegeben. Einmal Anna klein geschrieben, einmal groß geschrieben. Max hat sogar zweimal gestimmt mit unverändertem Namen. Er hat sogar ein drittes Mal gestimmt. Und das möchte ich gerne jetzt ein bisschen sauber machen, bereinigen. Und List Comprehensions oder Comprehension in dem Sinne eigentlich werden auch oft benutzt, um irgendwie Bereinigungen durchzuführen. Um eben mal über etwas zu iterieren, die Liste zu einer anderen Art Liste zu machen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier eine Liste, die wir irgendwie erstmal einheitlicher machen wollen. Max ist doppelt, aber hier ist Max ein unterschiedlichen. Hier in Python, auch in anderen Programmiersprachen, wenn man das als Zeichenkette interpretiert, sind das zwei verschiedene Maxe. Einmal groß M, einmal klein M. Ich möchte also im Prinzip diese Liste erstmal verändern und ich möchte gleichzeitig nur eindeutige Namen aufnehmen. Es reicht nicht aus zu sagen, ich hätte gern eindeutige Stimmen gleich Set Stimmen. Damit könnte ich wunderbar eine Eindeutigkeit herstellen, weil Set, wenn wir eine Set definieren, machen wir es auf die Art, das ist ein Set-Objekt, das wir erzeugen und packen dort eine Iterable, eine Liste in dem Fall rein. Und Set nimmt alle Werte von sich aus auf und schmeißt die doppelten weg. Wenn ich das aber ausführe, sehen wir blöderweise, da ist Max und da ist nochmal Max, nur anders geschrieben.
Die Namen sind teilweise groß und durcheinander geschrieben, das möchte ich auch bereinigen. Mein Ziel ist es, eindeutige Namen zu haben und gleichzeitig eine Bereinigung hinzukriegen. Gut, dann machen wir das mal. Das heißt, wir machen statt das da, mache ich jetzt mal was anderes. Ich iteriere, jetzt machen wir klassisch ohne List, ohne Set, in dem Fall besprechen wir jetzt gerade Set Comprehension. Ohne Set Comprehension versuche ich das mal mit einer normalen Schleife hinzukriegen. Heißt, ich sage, die Stimme soll ja im Prinzip erstmal mal lower. Das heißt, wir schreiben alle Namen klein. Wenn sie alle klein geschrieben sind, dann verschwinden diese Groß-Kleinschreibungen und wir können sie leichter im Prinzip vergleichen. Ich will hier eine leere Set haben und sage jetzt, mach mal das zu lower und füge das dann in meine Set ein. Wenn ich das jetzt ausführe, seht ihr, wir haben jetzt tatsächlich alles klein geschrieben und die Doppelten sind weg. Das wäre das über den Set Comprehension, wäre das Beispiel ohne Set Comprehension. Und jetzt mache ich das Beispiel mit Set Comprehension. Wie kriege ich diese Bereinigung hin? Also, das Ziel ist es, diese Stimmen in ein Set zu packen. Das heißt, ich definiere mir eine eindeutige Stimmen. Wo bin ich hier? Eindeutige Stimmen 2. Definiere hier mir keine leere Set, sondern ich mache ein Set Comprehension draus. Nun ist das Fiese in Python, dass Set Comprehensions und Dictionary Comprehensions auf die gleiche Art und Weise definiert werden, und zwar mit geschweiften Klammern. Das da bedeutet, eigentlich erzeuge mir ein Dictionary. Das da bedeutet, eine Dictionary erzeugt man eben, wenn man Key-Value-Paare angibt. Wenn ich also eine Dictionary von Anfang an mit Werten definieren möchte, muss ich das so angeben, mit einem Doppelpunkt. Value-Paar. Dann wird, ich schweife also ein bisschen vom Thema ab, wird, wie ihr sehen könnt, mit Type kriege ich den Datentypen des Objektes. Hier ist ein Objekt, das ist eine Dictionary, weil ich hier einen Wert definiert habe auf die Art. Ihr seht ihr Dict. Wenn ich aber nur das schreibe, sehen wir haben hier plötzlich ein Set. Weil die Initialisierung von Sets und Dictionaries und Sets auf die gleiche Art und Weise geschehen. Python unterscheidet im Prinzip zwischen Set und Dict nur auf die Art, indem er ihn analysiert, was für Werte drin stecken. Wenn ich die Werte so aufliste, habe ich ein Set, darin enthalten ist der Wert A und B oder noch eine 4 und noch eine 9 und noch ein A. Man kann in Python Listen mischen, Sets und Dictionary. Die Datentypen können gemischt werden. In vielen Programmiersprachen, in einigen Programmiersprachen geht das nicht. Wenn ihr C++ verwendet und dort ein Array definiert, muss ein Array einen Datentypen haben, Int Array, und da kann er nur Integer aufnehmen. In Python können wir mischen. Und wenn wir die Initialisierung der Sets auf die Art machen, mit Werten Komma separiert, so wie ihr es hier seht, dann erkennt Python, aha, ein Wert, Komma, der nächste Wert, Komma, alles klar, das ist ein Set. Oder nur ein Wert, aha, das ist ein Set. Wenn ich aber sage, ich will ein Dictionary draus machen, dann muss ich einen Doppelpunkt angeben und kann das auf die Art machen. Das heißt, dann muss ich bei jedem das durchziehen. Mein Keyword Paar 4 soll gemappt werden auf Hallo. Die 9 hat sein Value. Auch 9 beispielsweise. Also das Beispiel ist ja wir und macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich will nur, dass ihr seht, wie Python im Prinzip erkennt, unterscheidet zwischen Set und Dict. Wenn ihr aber ein leeres Dict haben wollt, macht ihr es auf die Art. Wenn ihr das leere Set haben wollt, ja, da ist Python jetzt überfordert. Soll ich jetzt ein Set oder Dict draus machen? Er entscheidet sich für Dict und wir können bei dem leeren Set einfach ein leeres Set-Objekt erzeugen. Wer es explizit haben möchte, kann sich auch ein leeres Dict erzeugen. Aber das Pythonische, dass man so macht, das ist üblicher, dass man Dictionaries auf die Art initialisiert.
Das werdet ihr also sehr oft sehen. Dann denkt bitte dran, das ist definitiv ein Dictionary. Und wollt ihr ein Set haben, müsst ihr es auf die Art machen. Und diese erzeugen der leere Set, wie ich hier oben gemacht habe, besparen wir uns durch eine Comprehension. Aber ich muss trotzdem geschweifte Klammern angeben. Und wie ich es eben erklärt habe, woran entscheidet Python, ob es eine Dictionary oder Set Comprehension sein soll? Ja, durch den Wert. Ich iteriere über meine Stimmen und nehme die Stimme hier wieder auf. Dann haben wir unten hier ein Set. Wenn ich aber sage, ich will die Stimme aufnehmen und zu jeder Stimme eine 0 als Key-Wert-Paar, dann sehen wir hier wieder unser Doppelpunkt. Hier haben wir unser Key-Value-Paar. Wenn ich das ausführe, seht ihr plötzlich, das Objekt ist zum Dict geworden. Das da wird zum Dictionary. Bei der Dict-Comprehension ist das eine Dict-Comprehension und das da ist eine Set-Comprehension. Das heißt, Dictionary und Set-Comprehensions unterscheiden sich nur in der Art und Weise, welche Werte oder wie die Werte, die wir in die Liste aufnehmen, aussehen. Wenn wir es einmal so machen, dann wird es von Anfang an zum Set und wir können dann noch hier ein Set zurückkriegen. Es gibt nicht die Möglichkeit, eine Mischung zu haben zwischen Set und Dict. In dem Sinne. Also ne, unterscheidet wirklich zwischen Set und Dict. Und Dict und Set werden auf die Art und Weise initialisiert. Und hier haben wir eine Set Comprehension. Warum? Ich habe hier eine Vorschleife. Hier ist die Vorschleife. Hier nehme ich den Wert auf. Hier nehme ich meinen Wert auf. Nun will ich aber mit dem Wert was tun. Ich will es ja verändern. Also, hier habe ich diesmal kein If. Hinten kommt nichts. Aber ich will den Wert verändern. Das heißt, das da kann ich auch ein bisschen anders schreiben. Ich kann dieses Lower auch hier direkt machen. Das, was ich aufnehmen möchte, ist die Lower-Version. Also mache ich das hier unten auch. Wenn ich das jetzt ausführe, nicht den Type, sondern die Liste, das Set, dann sehen wir hier auch in der Version, haben wir das Ziel erreicht. Aber die Struktur bei Comprehension ist immer noch dieselbe wie vorhin auch. Wir haben ein leeres Etwas. Wir iterieren über etwas. Wir nehmen diesen Wert auf, tun was damit und nehmen es in die Liste auf. Gleiche hier unten. Wir iterieren über eine Liste. Das ganze Set Comprehension erzeugt ein leeres Set oder eine leere Liste im Allgemeinen. Und ich nehme die Stimme auf, aber in einer anderen, in einer veränderten Version. Das ist Set Comprehension. Und wenn ihr sagt, warte mal, ich will noch was tun. If Stimme gleich gleich Max oder ungleich Max, der darf nicht wählen. Nicht, weil wir ihn mobben, sondern weil er vielleicht derjenige ist, der gewählt werden soll. Klassensprecher. Das heißt, wir tun alle Stimmen lowern und gucken, Max darf sich selbst nicht wählen. Das haben wir jetzt ausgeschlossen, auch wenn er selbst gewählt hat. Die zählen wir nicht mit. Und dann zählen wir die Stimmen, nehmen sie mit auf. Dann habe ich hier unten in der ersten Liste Max rausgeschafft. Die zweite Liste hat aber immer noch Max. Weil dieses If, die List Set Comprehension, dieses If nicht berücksichtigt hat. Jetzt machen wir das unten auch. Nochmal zur Erklärung. Ich brauche keine leere Set zu erzeugen. Das passiert hier durch diese Set Comprehension. Kriege ich ein leeres Set. Ein Set kriege ich erzeugt dadurch. Diese Vorschleife ist 1 zu 1 hier. Passt. Dann ändere ich den Wert. Und ich prüfe die Änderung. Und füge dann die veränderte Version auf. Jetzt wird es knifflig. Also. Ich will ja die Stimme. Nur die Stimmen aufnehmen, die ungleich Max sind. Also wir haben gelernt, hinten kommt die If. Ungleich Max. Blöd ist, dass ich, während ich über die Stimme iteriere, die Stimmen noch unverändert sind. Hier habe ich das gelauert. Ja, ich überprüfe ja die gelauerte Version von Max, damit ich wunderbar gegenvergleichen kann. Ich weiß ja nicht, ob Max so geschrieben wird. Dann hat Max sich bewusst mal anders geschrieben, dann wieder doch mitgezählt. Und bevor ihr auf die Idee kommt, sowas zu machen, alle Versionen so reinzuschreiben, die möglich wären, wenn das ungleich Max ist und wenn das ungleich dieser Max ist, und wenn es ungleich dieser Max ist,
Das ist, macht man nicht. Lowert einfach die Stimme und dann müsst ihr nur noch gegen Lower Max prüfen. Das wollen wir als List Comprehension auch ausdrücken. Wie macht man das? Ja, ganz einfach. Könnt ihr auch das da hier reinschreiben und es auf die Art ausdrücken. Nehme die Stimme, lower sie und guck, ob es ungleich Max ist. Falls ja, nehme ich die Stimme, lower sie und nimm sie auf. Warum muss ich hier nochmal lowern? Weil die Stimme an sich unverändert ist. Das ist nur eine temporäre Veränderung in Lower. Nach dieser Zeile ist die Stimme hier an der Stelle immer noch in der Schreibweise geschrieben Max. Weil dieses Lower passiert nur dann, das ist passiert also im Prinzip nicht in place, nennt sich das, sondern wir müssen eigentlich die veränderte, gelowerte Stimme wieder zurückzuweisen. Nur dann haben wir hier gelowerte Version. Die gelowerte Version verändert die Stimme nicht, sondern gibt die gelowerte, die kleingeschriebene Version nur zurück. Das ist eine Funktion, die diesen Namen zurückgibt als gelowerte Version. Und ich habe ja die Absicht, dieses zu verändern. Die veränderte Version will ich aufnehmen. Deswegen habe ich hier die Veränderung gegen Max geprüft, aber in der If dann ist die Stimme unverändert. Ich muss hier also aufpassen, dass ich auch nicht das hier mache. Dann würde ich auch die unveränderte Stimme aufnehmen. Das sehen wir, wenn ich es mal ausführe. Seht ihr in der ersten Listenversion, seht ihr, ich habe das blöderweise nicht gelauert. Das ist nicht cool. Deswegen lauere ich die auch hier und nehme die gelauerte Version auf. Und dann seht ihr plötzlich, ich habe hier gelauerte Version. Das wird man so auf die Art nicht programmieren. Warum? Weil ich zweimal die Funktion lower aufrufen muss. Einmal in der if, um zu prüfen, ob es kleiner Max ist. Und dann habe ich in der if die unveränderte Stimme, muss aber dann wieder lauern, weil ich die veränderte, gelauerte Stimme aufnehmen möchte. Das ist eher unüblich, deswegen habe ich intuitiv sofort den Schritt gemacht und euch das hier gezeigt. Aber wenn wir es zurückführen auf das Beispiel, das da ist nämlich eigentlich nichts anderes als das da. Warum mache ich das? Um euch zu erklären, wie ich das als Set Comprehension ausdrücken kann. Und zwar habe ich hier meine Vorschleife, die ist hier. Dann habe ich meine Bedingung. Kann ich 1:1 hier übernehmen. Stimme lower ungleich Max. Und dann nehme ich die Stimme gelowert auf. Und da sehen wir nämlich jetzt 1:1 plötzlich die Teile wieder. Deswegen habe ich das jetzt wieder zurückgeführt auf eine eher stupidere Version, die mir persönlich nicht so gefällt. Aber wichtig ist, dass ihr das wiedererkennt. Ihr habt eine Vorschleife, ihr habt ein If und in der If irgendwas, was ihr dann mit dieser Wert wieder macht, also aufnehmt. Das haben wir hier auch. Und so seht ihr, wie ihr das lösen könnt. Wenn ich das jetzt ausgebe, müssten wir zweimal dieselbe Liste haben. Selbe Set. Also ihr seht, ihr müsst natürlich so eure komplexen Comprehensions in der Lage sein, sie wieder zu vereinfachen. Das ist einfacher geworden, aber unperformanter. Aber es ist einfacher. Diese Comprehension ist viel, diese Vorschleife ist viel einfacher als vorher, dass ich das gemacht habe. Aber das ist noch nicht komplex genug, deswegen finde ich diese Version sinnvoller, es so zu machen. Kann man nämlich hier auf Lower verzichten, weil ich habe sie schon gelowert und persistiert auf Stimme ist jetzt immer gelowert. Man kann das im Prinzip direkt nutzen, ohne dass ich dauernd hier eine Funktion aufrufen müsste. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier jetzt verändert habe. Aber als List Comprehension müssen wir das auf die Art machen. Weil ich hier blöderweise hier eine Prüfung mache gegen Max und aber die veränderte Version aufnehmen möchte, das geht hier erstmal gar nicht anders. Das sind Set Comprehensions. Aber ihr seht auch, wie bei List Comprehension, der einzige Unterschied ist, dass ich hier geschweifte Klammern habe. Ich könnte daraus jetzt einfach hergehen und eine List Comprehension machen, indem ich hier die geschweiften Klammern zu eckigen Klammern mache. Wenn ich es ausführe, habe ich eine Liste. Aber der Unterschied zwischen Set und List ist, was ich eben gesagt habe, Menge ist eindeutig, Liste nicht. Deswegen, weil ich mehrfach als Wählerin drin habe, Max war mehrfach, aber Max haben wir erfolgreich rausgefiltert, weil wir gesagt haben, wir wollen ungleich Max, der darf nicht mit, denn er wird vielleicht gewählt, er ist ein Kandidat zum Klassensprecher, aber Anna, weil sie wahrscheinlich in Max verknallt ist, wählt sie ihn zweimal heimlich, hat versucht hier irgendwie zu mogeln. Passiert halt. Und ja, blöd gelaufen. Wenn wir es als List Comprehension machen, haben wir das nicht berücksichtigt. Aber ihr seht, mit einfachen Schritten können wir
dem entgegnen. So, das sind Set Comprehensions. Syntaktisch 1 zu 1 genau das gleiche wie List. Und jetzt kommen wir zu Dict Comprehensions. Ich möchte jetzt Folgendes von euch. Dann könnt ihr das Video mal pausieren und erstmal probieren. Und danach könnt ihr das Video weitermachen und gucken, wie ich das gelöst habe. Ich möchte von euch jetzt Folgendes gelöst bekommen. Ich möchte, dass ihr eine Dict Comprehension aufbaut. Macht die Vorschleife mit euch zusammen und danach baut ihr euch selbst die Dict Comprehension. Das folgendermaßen aussieht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Oh je, ich möchte gerne die Anzahl der Buchstaben im Namen mit dazu speichern. Ich will also eine Stimmen-Dictionary haben. Stimmen-Len nenne ich das mal. Das erzeugt mir eine leere Dictionary. Und ich iteriere jetzt über die Stimme. Möchte auch jetzt Max mit aufnehmen. Nee, ich möchte Max nicht mit aufnehmen wieder, weil er ja ein Kandidat ist. Also Max, lass mir raus. To Lower bitte nicht vergessen, weil wir wissen, die Namen können unterschiedlich geschrieben werden. Und ich möchte jetzt in die Stimmen nennen. Max den Namen aufnehmen. Mit der Information der Länge der Zeichen. Printe mal meine Dictionary und ihr seht, hier habe ich einen Fehler gemacht. Die Stimme muss hier gelowert werden noch, weil ich die gelowerte Version haben möchte. Hätte nicht vergessen. Hier ist es egal, ob wir Stimme lowern oder nicht. Weil wenn ich Max groß schreibe, sind es immer noch drei Zeichen. Deswegen, egal wie ich Max schreibe, das besteht aus drei Buchstaben. Also mit der Len kriegen wir dann die Länge der Buchstaben, die Anzahl der Buchstaben. Und eine Dictionary wird dazu gemacht, dass ich eine Dictionary den Namen adressiere, den Index. Die Stimme selbst ist der Keywert, der jetzt erzeugt wird, wie ihr hier sehen könnt. Und dann die Anzahl der Buchstaben als Wert, als Value. Das heißt, das da erzeugt mir ein Keyword-Zuweisung, ein Keyword-Paar in Stimmen-Len. Und wir haben hier wunderbar das hingekriegt. Da wir Anna aber mehrfach haben, überschreiben wir Anna. Gehen wir davon aus, wir iterieren das über die Stimme. Und Anna ist ja zweimal vorhanden. Im 1, 2, 3, 4. Fall der Vorschleife erzeugen wir zum ersten Mal ein Anna-Objekt, Keywordpaar, das da. Und im nächsten Fall erkennt diese Schreibweise, dieser Indexzugriff, dass Anna bereits schon existiert. Und wir überschreiben den Wert, der vorher stand, mit einem neuen Wert. Wenn die Stimme in der Liste Stimmen-Len noch nicht existiert, wird ein neues Key aufgebaut und Wert zugewiesen. Wenn wir dann in der Iteration über ein Stimmen-Len hier in dem Fall iterieren, wo die Stimme schon existiert, wird der Wert trotzdem dann benutzt und der Wert wird überschrieben. Also wenn ihr im Prinzip bereits eine Liste habt, wo ihr sagt, hier ist Anna schon enthalten mit dem Wert 99, dann wird nicht eine zweite oder dritte Anna in dem Dictionary angelegt, sondern es wird einfach diese Anna mit diesem Syntax hier angesprochen und der Wert wird einfach überschrieben. Das ist so ein bisschen die Feinheit bei Dictionaries. Im Dictionaries kann man auch nicht doppelte Keys haben. Wie bei Set kann man bei Dictionaries auch nicht multiple Keys haben. Die sind eindeutig die Keys. Während die Values natürlich doppelt vorkommen können. Hier in dem Paar haben wir Anna und hier in dem Paar haben wir Anne. Da haben wir jeweils halt 4, 4. Aber die Keys sind eindeutig, deswegen auch hier haben wir eine gewisse Eindeutigkeit geschaffen.
Wunderbar. Wir brauchen also nicht zu prüfen oder unbedingt Sets zu verwenden, weil wegen Eindeutigkeit. Wenn wir die Stimme als Key benutzen, haben wir eine Eindeutigkeit. Wenn wir mehrfach haben, wird die halt überschrieben, wie in dem Fall. 99 definiert vorhin, aber durch eine 4 überschrieben. Hier erzeugen wir eine leere Dictionary, iterieren über die Stimmen, lauern, überprüfen, ob ungleich Max. Und ich will die gelauerte Version als Keyword aufnehmen und der Value-Wert soll im Prinzip die Anzahl der Buchstaben haben. Ich will also, dass ihr das da hinkriegt als Dict Comprehension. Wenn ihr das hinkriegt, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, nicht schlimm, weil ich jetzt gleich mit euch das Beispiel mal machen werde. Und ihr wartet sicherlich jetzt auf das Zeichen, wann ihr loslegen könnt und das Video pausieren könnt. Und zwar jetzt. So, dann hoffe ich mal, dass ihr auf eine Lösung gekommen seid. Ist nicht schlimm, wenn ihr gegoogelt habt oder vorgespult habt. Egal. Fakt ist, wichtig ist, dass ihr irgendwann es selbst hinkriegt. Übt das einfach. Ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht hinkriegt auf Anhieb. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es geschafft habe. Ich habe schon mal gesagt, Comprehension benehmen sich immer auf dieselbe Art. Wir haben eine Vorschleife, wir haben irgendeine Prüfung und wir wollen diesen Wert aufnehmen. Und der Unterschied bei Set und List ist die Art und Weise, wie ich die Wert aufnehme. Hier habe ich nur die Stimme und hier habe ich mit einem Doppelpunkt den Wert noch zugewiesen, in dem Fall beispielsweise hardcoded 0. Das ist das Geheimnis, das wollen wir auch haben. Doch wie kriegen wir das hin? Der Wert, den müssen wir irgendwie hinkriegen. Und Doppelpunkt. Also, ich mache mal jetzt Folgendes. Ich habe hier copy-paste ich das mal. Stimmenlen 2 nenne ich die Liste. Ich habe hier geschweifte Klammern, weil ich eine Dict-Comprehension möchte. Oder Set-Comprehension. Aktuell ist es ein Set-Comprehension. Ich deriviere hier über die Stimmen. Wir machen es uns einfach. Wir erzeugen uns mal eine leere List-Comprehension. Wir wissen noch nicht, ob es List eine Set- oder Dict-Comprehension wird. Das ermittelt sich gleich durch den Wert. Wir iterieren über die Stimmen. Wir wollen die Prüfung hier hinten haben. Doch den Wert, den wir aufnehmen, passiert ja bei Dictionary hier. Es wäre schön gewesen, wenn ich sowas hätte. Das wäre ja viel einfacher gewesen, sowas wie so ein Art Append mit zwei Werten. Die Wertpaare. Schade, dass Dictionary sowas nicht hat, ne? Dann hätten wir es viel einfacher gehabt, um zu erkennen, was hier passiert. Das da ist im Prinzip, finde ich, ja, wie soll ich sagen, die explizitere Art und Weise. Das ist halt implizit, daraus wird ein Key-Wert-Paar gemacht. Leider gibt es hier ein Dict sowas nicht, ist aber nicht schlimm. Wenn ihr versteht, wie ihr eine leere Dictionary mit Werten befüllt, von Anfang an durch eine Initialisierung, dann habt ihr das Geheimnis schon raus. Das da ist die Magie. Key-Wert-Paare werden auf die Art erzeugt und dadurch, dass ich geschweifte Klammern drumherum baue, packe ich sie in eine Dictionary. Gleiche passiert auch jetzt hier. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Vorschleife, meine Bedingung, aber wie mache ich daraus bitte ein Dictionary? Einfach. Ich will ja die gelowerte Version als Keywert haben. Stimme, Punkt, Lower. Und ich will als Wert die Länge der Stimme haben, des Namens. Also Len, Stimme. Und das war's auch schon. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist der Wert, was ich daraus mache. Ich mache daraus ein Key-Wert-Paar. Das hier ist mein Key, Stimme in Lower-Version. Und das ist der Wert, die Len. Wenn ich das jetzt ausgebe, gebe vorher noch Len auch aus, dass ich dann sehe, ob die wirklich gleich sind, ob das da oben dem gleichen entspricht wie das da unten. Und ihr seht, wenn ich mal dieses Print hier rausnehme wieder, seht ihr tatsächlich zweimal das gleiche. Ich beweise euch, dass es wirklich eine eigene Dictionary hier unten ist, indem ich zum Beispiel Len Stimme noch einfach plus 10 Zeichen für jeden um 10 Zeichen erhöhe. Und dann sehen wir bei jedem jetzt einfach 10 mehr. Statt 3, 13. Statt 6, 16. 4, 14. 4, 14. Das heißt, ihr seht also, ich habe hier auch noch immer noch meine Veränderungsteil. Hier habe ich den Key verändert und als Key definiert.
hier habe ich irgendwas anderes und in der Summe sind die beiden die Wertpaar. Das ist schon die ganze Magie. Also List Comprehension, Dict Comprehension und Set Comprehension. Aber es gibt noch Möglichkeiten, mit Tuple auch Comprehensions aufzubauen, aber leider gibt es keinen Tuple Comprehensions. Das ist ein bisschen anderes Thema. Dazu kommen wir irgendwann später in einem anderen Video. Wir können uns also hier beruhigen und sagen, es gibt zum Glück nur drei Arten oder leider nur drei Arten von Comprehensions. Nicht jede Listenart in Python, also auch wie man sie auch anders nennt, sind, jetzt fällt mir der Name tatsächlich nicht ein. Listen, Mengen. Es gibt Container. So, jetzt habe ich es. Es gibt in Python auch verschiedene Arten von Container. Container ist nichts anderes als eine Datenstruktur, das mehrere Werte aufnehmen kann. In C++ wäre es zum Beispiel Array, C-Array, C++ das modernere Array, Map, Set glaube ich auch. Gott, ich bin so lange raus aus C++. In Python gibt es halt auch viele verschiedene Arten von Listentypen. Es gibt einmal, dazu werden wir auch noch kommen, aber hier brauche ich es halt als Vorwissen. List, Set, Dict, Tuple, Ordered List und so weiter. Ordered, Dict, je nachdem was für Container wir noch implementieren. Import, ich glaube Container, Port. Es gibt im Prinzip noch mehrere Container, aber es gibt auch, glaube ich, Stack. Bin mir nicht sicher, ob es Stack gibt. Auf jeden Fall ist die Botschaft, worauf ich hinaus möchte, ist, nicht für jeden Containertypen gibt es eine Comprehension-Version. Comprehension gibt es für Listen, Sets und Dictionaries. Und aus diesen drei kann man sehr viel ableiten, viel herstellen, viel machen. Ihr müsst nur eins verstehen, wie baue ich eine List Comprehension, Dict oder Set Comprehension. Die Unterscheidung ist hier geschweifte Klammern für Set Dict oder eckige Klammern. Es gibt noch die Version mit runde Klammern, aber das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir später, nennt sich Generatoren. Da freue ich mich schon auf das Thema. Generatoren ist wieder was eigenes, aber in diesem Video ist die Botschaft, bitte versucht diese Comprehension zu lernen, zu verinnerlichen. Ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich streame auch live auf Twitch. Tutor Exilius, ein Twitch-Kanal auf Twitch mit demselben Namen wie hier auf YouTube. Ihr könnt jederzeit in meinen Streams nachfragen. Ich streame sehr viel in Python. Das heißt, wir haben auch da die Möglichkeit live, meistens sonntags ab 18 Uhr, kann ich auf eure Python-Fragen eingehen. Das heißt, wenn du eine Frage hast, ab in die Kommentare auf YouTube unter das jeweilige Video oder gerne auf Twitch im Livestream, nicht jetzt, gerade wenn du das auf Twitch schaust, als Wiederholung, als VOD beispielsweise, da bin ich nicht im Chat vorhanden, verfügbar, während das gerade läuft. Aber wenn du das Video siehst und denkst, ich habe eine Frage, ich verstehe es nicht, ab in die YouTube-Kommentare zu dem jeweiligen Video oder gerne auch im Livestream einfach fragen. Auch wenn ich im Livestream gerade was anderes mache, gehe trotzdem gerne auf eure Fragen ein. Bitte, das ist ein wichtiges Thema, ich wiederhole mich, versucht das wirklich zu verinnerlichen. Wir haben jetzt 45 Minuten nur über Comprehensions geredet, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Was ich auch irgendwann aufgreifen werde, ist eine doppelt verkettete Vorschleife, wenn ihr mehrere Vorschleifen ineinander strukturiert habt. Gehen wir davon aus, wir haben nur zwei Vorschläge ineinander. Wie mache ich da eine List Comprehension draus? Auch das geht. Das wird immer komplexer, kann immer komplexer werden. Die Grundidee von List Comprehension ist, jetzt die Frage zu beantworten, wann benutze ich das? Ganz einfach, wenn ihr sowas Einfaches habt, sowas Simples, drückt das als List Comprehension aus. Wenn ihr komplexere Strukturen habt, komplexere Dinge in der Vorschleife macht, dann verzichtet lieber auf List Comprehensions. Die sind nur dazu da, kurz und knackig eben mal eine Art neue Liste von neuen Werten zu erzeugen, so wie ich das hier mache. Ich will nur eine Liste aus geraden Zahlen haben, mal eben auf die Schnelle bitte.
Und das spricht für einen One-Liner hier auf die Art kurz und knackig. Wenn ich aber jetzt eine Vorschleife, noch eine Vorschleife drin hätte und noch eine Vorschleife, die was anderes macht und irgendwas, das wird zu wild. Versucht es einfach zu halten. List Comprehensions sollten lesbar sein. Immer mit der Absicht lesbar. Ihr könnt es auch anders formatieren, wenn ihr wollt. Je nachdem, wie es euch schmeckt. Da erkennt man eher, das ist eine Vorschleife, da ist mein if und da greife ich den Wert wieder auf. Also im Prinzip kann man es auch auf die Art formatieren, wenn man möchte. Gut, das war's schon. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg. Also weiter üben. Bis dann. Freue mich drauf. Ciao.